Peter Zinke ist ein Urgestein der Ringer-Szene. Auch mit 71 Jahren denkt er noch lange nicht ans Aufhören. Er ist als Mannschaftsleiter aktiv und trainiert regelmäßig beim Ringer-Sportverein Merseburg, den er 1991 mitgegründet hat. Einen Glücksbringer, der ihn auch durch einen großen Teil seiner sportlichen Karriere begleitet hat, überreichte Dieter Zinke am 6. März dem Museum Weißenfels seine Ringerstiefel der DDR-Marke Germina. Die Schuhe werden zunächst in einer Vitrine für Neuzugänge am Museumseingang zu sehen sein. Dort befinden sie sich in bester Gesellschaft. Schließlich fanden auch die Schuhe von Floorball-Rekordnationalspieler Tim Böttcher und die Stiefel von Skispringer Dieter Thoma einen Platz in dem Schaukasten. In der geplanten Sportsfreunde-Ausstellung Ende des Jahres 2019 sollen die Ringerstiefel ebenfalls eine Rolle spielen. Warum Dieter Zinke die Schuhe spendet, erzählt er uns im Interview und blickt dabei auch auf seine bewegte Karriere zurück. Wir sind ja Bürger der Stadt Weißenfels. Ich seit 1990. In Weißenfels hat es ja früher auch einen Ringerverein gegeben, den ASV, der Weißenfels, der ja vor allem im Nachwuchsbereich sehr aktiv war und auch erfolgreich. Aber zu Wendezeiten ist diese Sektion, dieser Verein auch über die Armee geschlossen worden. Und da ich ja nun als Ringer aktiv war und in Merseburg und auch in Buna, bei Chemie Buna gekämpft habe, bin ich natürlich dieser Sportart treu geblieben und habe mich dem Ringersportverein in Merseburg angeschlossen. Auch 1991 als Gründungsmitglied und seitdem aktiv in diesem Verein, habe an 19 German Masters teilgenommen. Das sind die deutschen Meisterschaften der Veteranen, der älteren Ringer über 35 Jahre. Wollte eigentlich im Jahr 2017 die 20. Teilnahme in den German Masters voll machen. Da ist mir leider ein Strich durch die Rechnung gemacht worden vom Deutschen Ringerbund und auch von der Internationalen Föderation. Ist eine Altersbeschränkung bis 60 Jahre festgelegt worden. Ja, und da konnte ich mit meinen 69 Jahren leider nicht mehr starten. Es wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk zu meinem 70. Geburtstag gewesen, 2017, aber leider ist das nichts geworden. Aber meine Sportfreunde im Verein, wir haben eine schöne Geburtstagsfeier gemacht, haben natürlich zu dieser Feier eine Überraschung für mich noch parat gehabt. Und zwar mein Finalgegner von 2016, Sportfreund Bernd Hölzer aus Sennhausen, den hatten sie mit eingeladen, oder eingeladen war er sowieso, wir sind noch befreundet. Und die haben dann heimlich dort in der Schiene in Beuna noch eine Matte aufgebaut. Und wir beide haben dann noch meine 20. German Masters in Anführungsstrichen voll machen dürfen. Also das war eine Wahnsinnsüberraschung, hat mich sehr gefreut. Dieter Zinke begann 1961 mit dem Ringen bei seinem damaligen Heimatverein BSG Chemie Wallhausen. Dort nahm er noch vor der Gründung der neuen Sektion Ringen am ersten Training teil. Und das eigentlich nur aus Trotz, weil ihm seine Mutter verboten hatte, zum Fußballtraining zu gehen. Vom Ringen ließ sich Dieter Zinke nicht mehr abbringen. Alle Einwände der Eltern vergebens. Wir wollten von Dieter Zinke wissen, wann und wie oft er seine Schätzchen getragen hat. Ja, die Schuhe, die wurden uns damals von der BSG Chemie Buna als Anerkennung dafür geschenkt, dass wir damals den Aufstieg in die DDR-Liga geschafft haben. Also seit 1981 bis zum Ende meiner Karriere, bis 2017, habe ich diese Schuhe getragen. Nur zu Wettkämpfen, beim Training hab ich noch nie Ringerschuhe angezogen. Das habe ich immer in Sport- oder Laufschuhen absolviert.
Seine Begeisterung und sein Fleiß beim Training wurden mit sportlichen Erfolgen belohnt. Alleine an den German Masters, den deutschen Meisterschaften im Ring, nahm Dieter Zinke 19 Mal teil. In dieser Zeit holte er 16 Mal Gold, 20 Mal Silber und einmal Bronze. Auch bei den Weltmeisterschaften in Bukarest und in Freiburg zeigte er sein sportliches Können. Seit dem Jahr 1990 lebt Dieter Zinke in Weißenfels. Bis heute trainiert er beim Ringersportverein Merseburg.